denke, dass eine große Aufgabe wartet, weil wir im Pokal weiterkommen wollen, weiterkommen müssen. Man kann nichts mehr korrigieren. Deswegen sind es ja einfach K.O.-Spiele. Es ist klar, dass es eine andere Aufgabe ist, wie am Samstag gegen Bayern München. Man muss auch einen Pokal Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale immer wie ein Endspiel angehen, weil es kann ein Endspiel sein. Und deswegen muss man es in diesen 90 oder 120 Minuten regeln. Jetzt eben Sandhausen, die in der zweiten Liga aktuell für Furore sorgen, dort sehr gut stehen, gut verteidigen können, immer wieder in der Umschaltbewegung auch gefährlich sind. Das wird eine heikle Aufgabe. Wir müssen vom ersten Moment an einfach mit diesen unbedingten Willen da zeigen. Dann sind wir die bessere Mannschaft, da bin ich sicher. Aber wenn wir noch ein bisschen nachlassen, dann kann es auch in Sandhausen wie für jeden Bundesligisten eng werden.